Ihr Spitzname war Medi, ihren Vater nannte sie Herr Papale. Und auch wenn ihr der Name eben dieses Vaters, Thomas Mann, sicher manche Tür geöffnet hat, sie war stolz darauf, dass sie ihren Weg unabhängig vom Familienclan gegangen ist. Elisabeth Mann-Borghese, eine resolute Verteidigerin der Meere. 2002 völlig überraschend gestorben, bis dato hochagil. Und heute vor 100 Jahren wurde sie geboren, das Lieblingskind Thomas Manns. Ihr gewidmet ist unser heutiges Kalenderblatt von Thomas Hartmann, gesprochen von Conny Wolter. Ich kann mich noch genau erinnern, wie mein Vater mir und meinem kleinen Bruder das Meer zum ersten Mal gezeigt hat. Das war wirklich ein sehr überwältigender Eindruck, das Meer zum ersten Mal zu sehen und die Wellen zu hören und zu sehen. Ich meine, das ist ein sehr erstaunlicher Eindruck. Elisabeth Mann-Borghese. Erzählte diese Geschichte jemand anderes, sie wäre vor allem eine schöne Kindheitserinnerung. Im Leben von Elisabeth Mann-Borghese bedeutet diese Erinnerung allerdings noch mehr. 1933. Die Nazis kommen in Deutschland an die Macht. Das bedeutet Exil für die Familie Mann. Eines, das Thomas und Katja Mann sowie ihre Tochter Elisabeth 5 Jahre später in die USA führt. Bald darauf heiratet die ausgebildete Pianistin einen Italiener. Giuseppe Antonio Borghese schreibt gegen den Faschismus an, lebt wie die Manns im Exil, ist erheblich älter als seine junge Frau und wenig begeistert davon, dass sie sich politisch weiterbildet. Theoretisch begrüßte er das Projekt. Praktisch aber wollte er eigentlich, dass ich mich nur für ihn interessiere. Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn als sich Borghese nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an die Niederschrift einer Weltverfassung macht, kann er auf die tatkräftige Hilfe seiner Frau nicht verzichten. Dem Paar geht es um nichts Geringeres als um eine humanistische Neuordnung der Welt. Wir haben also damals schon gesagt, die Meere oder überhaupt die Wasserressourcen, die Atmosphäre, die Energie, das Land, all diese grundlegenden Dinge müssten Gemeinschaftsinteressen unterstellt werden. Nun war das also eine sehr aufregende und faszinierende Arbeit, aber sie war natürlich durchaus utopisch. In den 1960er Jahren sieht Elisabeth Mann-Borghese die Chance, dass die Arbeit von einst praxisnäher wird. Da rücken die Meere international in den Fokus. Es gab große Probleme, Probleme der Schifffahrt, Probleme der Fischerei, Verschmutzung. Da habe ich gedacht, auf dem Meer können wir wirklich mal was Neues machen. Wir können das Meer sozusagen als ein großes Laboratorium benutzen, um eine neue Weltordnung auf die Beine zu stellen. Dieser Aufgabe widmet sich die Ökologin mit all ihrer Kraft. Als 1982 das UNO-Seerechtsübereinkommen abgeschlossen wird, feiert das Elisabeth Mann-Borghese, Mitglied des Club of Rome von Beginn an und inzwischen Professorin in Kanada, als ganz persönlichen Erfolg. Denn damit, schreibt Biografin Kerstin Holzer, werden der Tiefseeboden und seine Ressourcen zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt und einer Verwaltung und Kontrolle durch die Staatengemeinschaft unterstellt. Das bedeutete eine moralische Aufwertung der Meere. Für Elisabeth Mann-Borghese ist das allerdings nur ein obgleich wichtiger Zwischenschritt. Sie setzt sich auch künftig aktiv für die Meere ein. Die Frau, die sich noch genau daran erinnern kann, wie ihr Vater ihr und ihrem Bruder das Meer zum ersten Mal gezeigt hat. Unser Kalenderblatt für Elisabeth Mann-Borghese, heute vor 100 Jahren geboren. Bestattet wurde sie übrigens nach ihrem Tod im Jahr 2002 im Familiengrab der Familie Mann in Kilchberg bei Zürich.